Vor mir steht jetzt Rainer Gottwald, The Brain, Organisator des Boxkampfes hier im Karlsruher Weihnachtszirkus. Rainer, erstmal, wie geht's dir? Ja, jetzt bin ich ziemlich erleichtert, dass es zum fertig ist, das Event. Bin aber total müde. Ich habe 3 Monate fast kaum geschlafen. Bin jetzt auch der Stimme nicht mehr richtig mächtig. Auch die Koordination der Zunge ist ein bisschen durcheinander, weil ich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet habe. Lang nichts gegessen, zu wenig getrunken, zu wenig geschlafen. Aber ich bin glücklich natürlich. Hauptkampf mega. Bin sehr unglücklich mit Sarah. Das war ganz knapp. Ich habe Sarah eine Runde vorne gesehen. Ein Punktrichter hat es auch so gesehen, 2 Punktrichter habe die Mexikanerin vorne gesehen, was ich nicht verstehe. Aber gut, schade. Der Pole und der Finne, die hatten die Sarah hinne. Ja, schade. Jetzt bin ich gerade kurz raus, Entschuldigung. Also erstmal muss ich sagen, Hut ab für diese ganze Organisation von diesem Event, echt mega. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, hier in dem Karlsruher Weihnachtszirkus diese Boxveranstaltung zu machen? Um ehrlich zu sein, wir hatten ja mal die Firma Fächersportmanagement und da hatte mein Kumpel und Partner Wolfgang Fahrer die Idee, lass uns mal einen Weihnachtszirkus veranstalten. Also ich will den Ruhm und die Lobbyer nicht einschreiben. Und das haben wir dann gemacht, das war mega und ich habe es dann weitergeführt, das Ganze, und mache es jetzt mittlerweile zum 3. Mal. Und jedes Mal war mega, jedes Mal. Und heute hat's dann, also heute war, glaube ich, das beste Mal von alle. Es war einfach nur Wahnsinn. Also so eine Stimmung, ausverkaufte Hütte, tolle Kämpfe, Werbung für den Sport. Und ich meine, es hat ja eigentlich schon mit da angefangen, mit 150 behinderte und bedürftige Kinder der Heime, des Kinderhospizes. Wir haben alle Kinder glücklich gemacht, wir haben alle Kinder beschenkt. Wir sind bald die Tränen gekommen. Also das war genauso wertvoll wie der Abend heute Abend. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diese zwei Sachen miteinander zu verbinden? Wer mich kennt, weiß, dass bei mir immer das Soziale vor dem Spaß steht. Ohne Soziales kein Spaß, weil wir müssen immer andere mitnehmen, wo wir hingehen, die es sich normalerweise nicht leisten können. Dafür stehe ich, das weiß ein jeder. Und diesmal war halt ja, die Idee, zusammen mit Scharinger und Friends und Dieter Zoller, hey, warum buchen wir nicht einen Zauberer? Dann haben wir einen Zirkusangruf, habt ihr einen Zauberer? Nö, da muss man einen dazu buchen, der Magic Carl und noch einen Klon. Und dann sagt er, komm, wir schreiben einfach alle Heime an und alle Hospize und so ist es gekommen zustande. Und dann kam die Janina Amatik noch dazu, das Fotomodel. Sie sammelt auch ein paar Spende. Ich habe noch ein paar Spende zusammengesammelt, Geschenke gepackt. Und letztendlich war es dann so, dass wir das verwirklichen konnten, was ich mir sehr gewünscht habe. Und die haben alle, also ich hatte auch Tränen in den Augen. Die Kinder, die waren so glücklich. Das war ein Wahnsinn. Und heute Abend haben wir natürlich den Handschuh an den Gerd, an den Graf von Schwerin versteigert für 3.000 Euro. Das geht auch in die Kasse rein. Ich habe von Bin Lee unheimlich viele kleine Handschuhe bekommen. Die wurden verkauft. Also für die Spende haben die meine Handschuhe verkauft. Da kam, ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro. Ich denke mal, wir haben heute locker 8.000, 10.000 Euro zusammengekommen. Wow, und das wird alles gespendet? Die waren ja da. Das ist ja direkt, die FUOK war hier, die onkologische Abteilung, Kinderkrebshilfe war vor Ort. Die haben das gleich mitgenommen. Natürlich, wir werden auch erfahren, wie viel das war. Meine Schätzung ist 8.000 Euro. Schätz mal. Mega. Also es ist wirklich eine super tolle Idee, super tolle auch Organisation. Und da sind wir bei der Organisation. Was war denn so die größte Herausforderung? Von A bis Z. Das ist, aber ich glaube auch erst, dass die Leute hier sind, wenn sie dann hier sind. Es war vor einer Woche ein Event in Ludwigshafen, da war der Hauptkämpfer am letzten Tag noch in dem Flieger, hat kein Visum bekommen. Probleme mit den Flügen. Wir hatten die Mexikaner in Amsterdam verloren. Das war sehr, sehr viel, wo schief ging und wo wir wieder halt dann improvisiert und gerettet haben. Auch bei, es gibt so viel, was da gemacht werden muss. Aber das macht dann meine Erfahrung wieder weg, die ich seit 1989 natürlich habe. Ich meine, nicht umsonst nennen die mich The Brain. Das kam nicht von mir. Ich habe mir den Namen nicht gegeben. Das geben mir Leute, die wissen, was in meinem Kopf vorgehen muss, um sowas zu realisieren. Weil das, was wir gemacht haben, ist Champions League. Das war der teuerste Event in diesem Jahr in Deutschland. Mit Abstand. Wir haben eine Europameisterschaft im Schwergewicht und eine Doppelweltmeisterschaft. Und wer weiß, was sowas kostet, was Verbandsgebühren hier anstehen. Da fragt sich immer, wie kriegt er hier 200.000, 300.000 Euro zusammen, um das überhaupt zu realisieren? Verdient wird hier nichts. Das ist eine reine Sache für Sport und für unsere Hospize. Wow, ist also echt mega super toll. Und wer hat dir denn so alles geholfen bei der Organisation? So viele Freunde und Bekannte, das kriegt ihr nicht zusammen. Natürlich mein Freund Alexander Hasel von G-Man, der sofort gesagt hat, come on, ich bin hinter dir, das ist unser Hauptsponsor. Und natürlich voll mal kleine 500-Euro-Sponsor bis zu 10.000 Euro, alles, was ich kriegen konnte. Und jeden Sponsor behandle ich gleich gut. Und jeder ist, weil der eine, für den einen sind 500 Euro so viel wie für den anderen 5.000. Wenn der 500 gibt, ist es für den genauso viel, wenn jemand anders 5.000 gibt. Ich bin für jeden so dankbar, ohne die geht's nicht. Weil wir kriegen keine Fernsehgelder, das muss man ja sehen. Wir bezahlen das Fernsehteam, wir bezahlen die Produktion, wir bezahlen alles. Und nur deshalb können wir das machen. Das ist
echt auf jeden Fall super, super toll. Und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz so zu den Kämpfen. Was, also, ich meine, gut, Sarah hat ja leider verloren, aber ja, was kannst du so zu den Kämpfen noch genau sagen? Hast du das erwartet? Ich meine, man muss ja mal ehrlich sein. Wer die ganze Boxszene kennt der letzten Jahre, auch der letzten Jahrzehnte, es war meistens so, dass die Vorkämpfe eigentlich gar keiner angeschaut hat. Man ist nur zum Hauptkampf, das war dann Klitschko, Sturm, irgendeiner, so wie jetzt hier der Daniel Dietz oder die Sarah. Und da hat man die Halle, war immer leer, die haben die Vorkämpfe gemacht. Das waren auch immer Bananenkämpfe, hat auch keinen interessiert. Deswegen, es ist immer mal ein schlechter und guter Kampf dabei. Aber heute waren, sage ich mal, 80% sehr gute Kämpfe und 20% waren mal naja, in die oder die Richtung. Aber das kann nie 100% sein, aber 80% ist schon Weltklasse. Und ich kann nur eins sagen, ich bin so froh, dass es so geklappt hat. Wir hatten sehr hohes Niveau-Kämpfe und es war ein Weltklasse-Niveau. Und ich denke mal, auch der Fernsehsender wird zufrieden sein, hier weltweit überträgt. Wir waren live in über 160 Ländern dieser Erde. Und das soll erst mal einer in Deutschland schaffen. Da war ich der Einzige. Ich bin der Einzige. Ja, das auf jeden Fall. Und wie geht's denn jetzt weiter, jetzt wo es vorbei ist, der Boxkampf? Es neigt sich ja dem Ende zu. Das Jahr, wie geht's 2024 weiter bei dir? Nach dem Kampf ist immer vor dem Kampf. Wir planen am 16. März 2024 schon die nächste Battle. Die Rückkehr nach Ludwigshafen. Dort sind noch ein paar Schlachten offen mit, ja, Ali hat noch was an der Rechnung offen mit diversen Leuten. Also meine Ludwigshafener Jungs, meine Pfälzer. Aber natürlich wird wahrscheinlich vielleicht auch Sarah dort um eine große Weltmeisterschaft wieder boxen. Vielleicht aber auch in ihrer Gewichtsklasse, weil man muss ja sehen. Lass mal den Wagen vorbeigehen. Mit Sarah ist es ja so. Die Sarah hat heute nicht in ihrer Gewichtsklasse geboxt. Die Sarah ist ja eine Gewichtsklasse hoch. Die ist ja Weltmeisterin Interims der IBF und der WBC im Minimum Weight. Und jetzt war sie im Junior Fly, also sie musste 3 Kilogramm hoch, wo sie normalerweise nicht steht. Wir haben gedacht, wir haben das drin, wir können es trotzdem schaffen, aber da sieht man mal, was so ein Gewichtsklassewechsel halt auch ausmacht. Ne? Da wird es noch enger. Wobei beide Kämpferinnen natürlich auf gleichem Niveau geboxt haben und hier hat halt der ein oder andere Schlag hat halt den Ausschlag gegeben. Ja, das auf jeden Fall. Und gut, wir haben ja jetzt Weihnachten. Wie verbringst du Weihnachten? Weihnachten verbringe ich mit meiner Familie. Absolut. Ich bin Familienmensch. Ich bin mit meinem Enkelsohn Cody, mit meiner Tochter, mit meinem Sohn, Bruder, Mutter, die ganze Familie, wer alles dazugehört. Ja. Dann vielen Dank auch für das Interview und ja, wir freuen uns schon auf den nächsten Kampf und bis dahin alles Gute. Danke vielmals, dass ihr immer dabei seid. Echt super. Herzlichen Dank. War das wieder nach?